von der Motivik her ist es natürlich eine Idee, die ganz am Anfang meiner Periode, die ich heute Firefuchs betitle, stand und hatte für mich einen absolut aktuellen Bezug. Diese BMW-Gestaltung steht quasi am Anfang dieser Periode. Ja, das war eine für mich sehr interessante Arbeit an einem Objekt, das mal zu exerzieren als Feuer. Das ist in meiner Symbolik oft behandelt. Der Gegensatz von Fuchs und Hase, also zum Beispiel bei einem wichtigen Sujet von mir, das ist der Adam Mysticus, da begegnen sich am Abgrund, also der Welt, Fuchs und Hase. Da, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht sagen.